Hier ist mein Lager. Das werde ich jetzt gleich mal nutzen, um mein Essen zu verstauen. Fische. Hühnchen noch. Das ist übrigens auch wieder DJs.com Musik, für die sich fragen. Was wahrscheinlich die wenigsten machen werden. Und diese ganzen Schleimbälle. Also 4 habe ich irgendwo in einer anderen Höhle oder so. Ich glaube, hatte ich das schon aufgenommen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich recht schon zu Anfangs irgendwie 4, 5, 6 Schleimbälle. Und die meisten hier sind einfach von Richard oder von dort, wo Richards Zuckerrohrfarm ist. Hier packen wir die Kugelfische nochmal hin. Das ist übrigens die Müllkiste, wo hier sowas hinkommt, was ich einfach erstmal nicht brauche. Was war das? Wasseraffinität. Okay. Hier packe ich dann auch irgendwelchen Krimskrams rein. Die Angel kann ich dann auch mal wegpacken. So. Brauche ich noch irgendwas? Schere könnte ich eigentlich immer mitnehmen, dann unten nach unten, aber egal. Jetzt nicht. Oh, ich habe die Aussicht gar nicht von da gezeigt. Hier war es auch so eine Sache, weil ich möchte natürlich immer so möglichst im Berg bleiben. Möglichst nur, dass da nur die Fenster rausschauen und nicht ein ganzes Haus. Deswegen war das hier eine ziemliche Arbeit. Denn hier bin ich dann doch schon etwas rausgekommen. Ich wollte jetzt nicht so einen hässlichen ums Eckraum machen, dass ich dann hier irgendwie so einen Block frei habe. So eine Aussicht kann ich dann schon mal genießen. Da muss ich auch noch ein Haus drauf klatschen. Das muss sein. Bäume sieht man doch gerade so noch. Hier meine Fichtenfarm. Und dann musste ich das eben in dem Berg hier so halbwegs natürlich machen. Besonders da hinten war es eine Arbeit. Das kann ich dann mal von einem anderen Winkel zeigen. So. Hier. Da ist die untere Wohnung. Da ist die Schmiede und da ist das Lager. Also man geht doch schon einiges Stück hoch. Hoffentlich werde ich jetzt nicht runtergeschossen. Das sieht man nicht richtig hier. Diesen ganzen Teil musste ich, und auch diesen Teil. Besonders diesen Teil hier. Nicht das, das. Musste ich noch runterziehen, der war viel weiter oben. Denn ich wollte eben nicht diesen Teil auch noch hier als Fenster machen. Da waren ja die ganzen Kisten. Das konnte ich als Aussicht noch verkaufen, aber den Rest nicht. Man merkt auch, ich habe mich ja wirklich gezügelt mit Terraforming. Entweder mache ich wirklich komplett richtig Terrassen die ganze Zeit oder ich lasse es eben möglichst so, wie es war. So, hier sind wir im anderen Knubbel. Ja, mal schön auf die Tiere drauf blicken, die Hühner sieht man gar nicht mehr. So weit oben sind wir ja schon wieder. Also die Höhenunterschiede sind wirklich gewaltig. Wir sind schon wieder 20 Blöcke über den, knappe 20 Blöcke über der Kellerwohnung. Die Brücke. Finde ich schon ganz schick hier. Hier wollte ich das nicht zu fensterlastig machen, dass ich nur so eine kleine Fenster reinmache. Da fällt mir schon genug andere Fenster. Das ist das Lager, was hier noch vorlugt. Da habe ich mich dann auch mal dazu durchgerungen, einfach mal die Grasblöcke nicht weiter zu ziehen, sondern einfach das so zu lassen. So, hier hat auch wieder ein bisschen Aussicht. Also an allen Ecken hier. Hier sieht man ja nicht mehr so viel, weil da hinten ist sowieso nur Ozean, ganz da hinten ist eine Savanne. Aussicht wird immer kleiner. Da hinten ist es schon nebelig. Und man hat sich schon relativ hoch gefühlt bei Meso dort hinten. Ja. Ich habe mein unterster Teil vom Haus, ist dort, wo sein Haus aufhört von der oberen Grenze. Ja, das ist. Da kommt dann vielleicht noch einer hin. Hoffentlich. Ein gewisser Herr Lukas. Wenn er sich den Minecraft mal kaufen möchte. Da sieht man schon, Richards überdachtes. Etwas. Und hier ist dann das oberste Gebäude. Für lange Zeit war es das oberste Gebäude in der Stadt. Jetzt ist ja dieses komische Ding, aber das sehe ich. Wenn man das noch nicht als Gebäude ansieht, dann ist es. Ist diese kleine Kapelle hier immer noch das Höchste. Hier könnten, glaube ich, auch alle Leute, die hier mitmachen, sitzen.
habe ich hier so eine kleine Kanzel gebaut. So wie es der Platz eben zugelassen hat. Und hier war ja, hier hat man auch lange Zeit versucht, am Anfang die Leute hier hochzukriegen. Also ich hatte versucht, die Leute hier oben zu behalten, aber die haben sich immer in den Tod gestürzt. Hab ich mich jetzt nicht unbedingt hier. Nur einmal, als ich von der vom Dach der Kanzel, dieser kleinen Kapelle hier aus in den Ozean stürzen wollte. Also dort, in den Ozean, was heißt dort in den See. Habe ich um zwei Blöcke verfehlt. Tot. Sehr tot. Sieht man dann hier auch an der allgemeinen gefallene Strecke. 7,5 Kilometer. Wird wahrscheinlich einiges mehr sein als manch andere. Ja. Alle anderen Statistiken. Könnte man sich jetzt angucken, wenn man das Video anhält. Muss man aber nicht. Den Teppich finde ich natürlich auch ganz schön. War nicht mal meine Idee. Es war Alis Idee, die hat hier ein bisschen mit eingerichtet. Also zumindest hier Teppich. Hier ist dann noch der andere Vorbau. Ich wollte eigentlich in den Berg hier reinbauen, aber da bin ich mir dann selbst in die Quere gekommen. Weil hier wäre ich dann im Gang gelandet. Deswegen habe ich mal ein bisschen meinen Ausbau gemacht. Wohnung Nummer 1. Hier ist nichts Besonderes drin. Wohnung Nummer 2, besser gesagt. Und hier kommt dann die Bibliothek so nach und nach rein. Bücherregale sind ja verdammt teuer. Hier oben gibt es dann auch nochmal eine kleine Wohnung. Wo ich mal die Wände nicht ganz hochgezogen habe, sondern das mit Falltüren so als Türen gemacht habe. Auch mal was Neues. Das hier so als kleine Sitzecke. Wenn man sich hinlegen könnte, könnte man das hier tun. Hier noch die kleinen, die etwas... Sogar die größte Küche. Zwei Öfen, vier Arbeitsplatten. Die Aussicht ist von hier oben nicht ganz so gut, von den Seiten. Nur von hier aus ist es doch schon recht hoch. Hier auch, habe ich auch was Neues probiert. Dass ich die Wände nicht so ganz zugezogen habe, keine Türen. Einfach hier so um den Teppich so die Betten. Das soll ein Regal sein. Das nennt sich auch nur Teppiche, aber ich fand die Tatsache so lustig, dass man sie so stapeln kann. So, eine kleine Sitzgelegenheit. Auch nichts Besonderes. Was zum Teufel? Das soll hier nicht sein, ganz bestimmt nicht. So, hier auf dem Dach. Ich glaube, hier bin ich auch mal einmal gestorben. Bei Brückenbau bin ich sowieso am meisten gestorben. Finde ich eine ganz gute Aussicht von hier oben. Mein Ort hier gefällt mir schon. Nein, ich möchte das schließen. Geht das nicht, wenn ich Shift drücke? Oder wenn ich klettere? Okay, nur wenn ich klettere nicht. Okay. Also wenn ich klettere und Shift drücke, sagen wir so. Oder? Nö, stand nur in der Reichweite. Ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich war mir irgendeine Hitbox im Weg. Das kann ich jetzt wirklich mal wegmachen. Das war nix. Hallo? Also man merkt, ich habe auch schon einiges hier verzaubert. So, jetzt aber die Workbench. Was lässt sich noch zeigen? Ach ja, stimmt, jetzt müssen wir zur Brücke. So. Da war ein Creeper. Gut, ja. Sieht mich nicht. Ist in Ordnung. Ja, mal aus, das heißt, bei den normalen Weg. Normalerweise stürze ich mich hier immer wagemutig die ganzen Klippen runter. Skelett. Also, es ist schon ein gefährliches Leben hier oben. Vor allem bei diesen Übergängen. Tierfarm habe ich gezeigt. Dann gehen wir mal hier lang. Die Brücke ist auch noch relativ neu. Und da geht die Sonne unter. Hier von meiner Brücke aus sieht man den Klumpen. Und da sieht man auch schon Richards Zweithaus. Hier könnte ich auch noch Bäumchen hinmachen, mache ich aber glaube ich nicht. Hier sind noch die ganzen Kabeltruhen. Hier ist nix. Cobblestone, Cobblestone, Cobblestone. Und das ist meine Baumfarm. Und deswegen brauchte ich den großen Berg und nicht den kleinen.
Und sonst hätte ich überall Glas hinhauen müssen oder irgendwas anderes. Sehe hässlich aus. Hier sind auf jeden Fall erstmal Eichen. Die in den kleinsten Raum. Also ich habe das schon so weit wie es geht meistens ausgehoben. Hier ist übrigens auch der Lavafall, den man von sonst wo schon gesehen hat. Dort unten, der sich da unten das noch auslässt. Verbreitet, was auch immer. Dann haben wir unten hier die Schwarzeichen, das ist die größte Etage. Und hier ein, zwei Blöcke weiter und man ist wirklich in dem Lavastrom drin. Da konnte man nicht viel mehr machen. Hätte ich noch die ein, zwei Blöcke genutzt, dann würden meine Bäume hier anfackeln. Das möchte ich auch nicht. Ja, das ist hier der größte Glasvorbau, den man von der Ferne gesehen hat. Und hier unten, es sind wirklich ja nur fünf Blöcke vom Umfang her. Es verbreitert sich eben nach oben nur. Aber ich kann das eben auch nicht schmaler machen, weil die Schwarzeichen brauchen eben ihren Platz. Die sind eben riesig. Und hier habe ich das meiste, hier hätte ich das auch zubauen können, habe es aber meistens so gelassen. Aussichtstechnisch irgendwas. Kann man begründen, wie man will. Hier hätte ich das auch noch ausweiten können, aber ich wollte das bisschen Sand, was hier noch ist, der sich hier so total weit hochzieht. Also hier muss man sich nochmal merken, hier beginnt der Sand, ja. Jetzt zieht sich ziemlich weit nach unten. Ähnlich wie dort drüben. Den Berg hole ich mir auch noch. Ja, den wollte ich eben so lassen. Das wäre mir zu schade gewesen. Gut, dann sind wir hier bei den Birken. Das habe ich nur so aus Spaß hingehauen, weil der Setzling noch Überschuss war. Ich habe das Muster auch immer anders gemacht hier. Also an sich bräuchte man nur in der Mitte einen Erdblock, nicht mal Gras oder irgendwas, aber ich fand es einfach schöner, so ein bisschen die Muster unterschiedlich zu haben. Was hatte ich hier oben? Hatte ich dasselbe? Spaß ist das noch nicht. Ich glaube, es ist dasselbe. Ein Block außenrum. Aber nee, ist es nicht. Das ist genau umgekehrt. Weil die Schwarzeichen sind ja fetter, die brauchen dann 2x2. 2x2 Boden. Und hier meine Fichtenetage, wo ich die Blöcke immer eins runtersetzen musste. Obwohl, und das sieht man hier auch, die Fichten alle noch eins nach oben Platz haben. Aber die wachsen so nicht. Ich habe die einige Zeit hier wachsen lassen, Knochenmehl draufgehauen ohne Ende. Die wuchsen einfach nicht. Die müssen hier anscheinend einen Block nach oben Platz haben, obwohl sie gar nicht so groß werden. Weil selbst hier sind ja zwei Blätter noch, da auch, überall. Oh ne. Und hier dann auch noch eine ziemlich große Glaswand. Weil der Berg dann hier so einen Knick hat. Also er zieht sich nicht ganz nach unten, wie man hier sieht, sondern der geht dann hier so rein. Und einmal bin ich auch hier gestorben. Also normalerweise sterbe ich ja nicht so oft, wie man vielleicht in anderen, ja, in anderen Minecraft-Let's Plays oder sowas gesehen hat. Aber hier passiert mir das dann doch des Öfteren. Ja. Und das war's an sich soweit. Ach, nein. Ich hatte 2000. Richtig. Muss ich aber ganz nach oben. Denn von hier aus kann man nicht mehr runterspringen. Es ist alles sicher. Also man stürzt sich ein paar Mal von den Bäumen hier. Warte, ich höre euch doch. Wo bist du? Da unten. Und tschüss. Und tschüss, habe ich gesagt. Ach, ist mir egal. Geronimo! Flatsch. So. Spinne. Ja, Spinne. Und tschüss. Ich habe zwar keine Schärfe hier auf dem Schwert, aber Nemesis der Gliederfüßer. Ja, 5 sogar. Und das macht dann doch ordentlich Schaden. Vorsicht, Sprengfallen, Lebensgefahr. Dann gibt mal lieber nicht da rein. So.
ich als zweites. Hier der kleine Glasausbau, den man von dort oben irgendwo gesehen hat. Dort unten auch schon. Der Lavafall, der ziemlich breit ist. Die Säulen sind auch unendlich fett, wenn man da drin steht. Das ist auch heftig. Es ist übrigens alles massiv, das habe ich dann später aus gewissen Gründen ausgehöhlt. So, hier ist so eine Aussicht. Hier kann man dann das Ganze fluten mit Lava. Und hier ist noch nichts. Gut. Ja, das war einmal nix. Und eine Stunde habe ich schon aufgenommen, meine Güte, und hab nur alles gezeigt. Heftig, Junge, heftig. Ja. Ansonsten würde ich jetzt mal sagen, beginne ich ja mal mit dem Hausbau irgendwie. Oder irgendwie einen Aufgang zu bauen. Irgendwas muss ich mir hier machen. Drüben sieht man auch so die Reste von der Sandfarm. Habe ich einfach mal mich dann ein bisschen hochgebaut. Aber das war dann schon so eine Insel. Zwei Hexen. Aber die lasse ich mir nicht nehmen. Nein! Nicht gut. Eine Kuh steht einfach mal rum. Warum nicht? Bringt dir erstmal einen Trank der Feuerresistenz, ich weiß es nicht. Komm her. Hier war noch eine andere Hexe. Stirb. Stirb. Warum haben die so eine komischen Grissel?